Hallo YouTube, ich bin Bini und in einem Monat ist es soweit und endlich können wir zusammen das großartige Einsteigerabenteuer im Bann des Eichenkönigs, ich muss hochkommen, weil es da oben steht, im Bann des Eichenkönigs spielen. Allerdings wird es natürlich nicht einfach nur irgendeine Runde, sondern das wird irgendeine Runde mit Geräuschen und logischerweise eben auch mit einem Soundtrack. Und da dachte ich mir, nehme ich euch doch einfach mal ein bisschen mit auf die glorreiche, großartige Reise, die ich vollbringen muss, um eine Runde eben zustande bringen zu können. Das heißt, irgendwann muss ich ja die ganzen Sachen komponieren, irgendwann muss ich ja die ganzen Sachen aufnehmen. Und ich dachte mir, ich versuche euch da mal so gut es geht eben mitzunehmen. Denn es ist unglaublich viel Spaß und macht, es ist einfach witzig einfach. Und ich lache permanent eigentlich nur. Yay! Arbeit! Bestimmt kommt gleich eine richtig gute Idee vorbei. Und dann gehe ich richtig steil. Oh Gott. Das ist, klingt auch einfach wie so eine Werbemelodie. Okay, aber ich versuche mal, mir nicht selber meine Musik schlecht zu reden. Das kann heiter werden auf jeden Fall. Haha, denn die Musik soll ja auch heiter. Nevermind. Schlechte Wortspiele auf jeden Fall sind mit dabei. Genau, muss ich mal was Fröhliches komponieren, was mir gar nicht so sehr liegt. Ich bin da gar nicht so besonders gut drin. Ich bin übrigens im Komponieren generell nicht gut, weil ich nicht gut Klavier spielen kann. Ich hatte zwar 10 Jahre lang Unterricht, habe aber davon leider nicht allzu viel mitgenommen, weil irgendwann andere Dinge wichtiger geworden sind. Der letzte Ton da in dieser Rubrik gefällt mir gar nicht. Schon besser. Wow, was zur Hölle. So schnell bin ich gar nicht. Komm wieder runter, ey. Ich singe übrigens häufiger meine Melodien, als dass ich sie wirklich spiele. Denn das Problem ist, dass, obwohl ich eben Ewigkeiten Klavierunterricht hatte, 10 Jahre lang Unterricht, ist davon nicht allzu viel übrig geblieben. Dementsprechend muss ich es halt vorsingen, damit ich es danach einspielen kann. G. Das Ding ist, was ich ganz häufig mache, doppel ich das manchmal einfach und genau, ich spiele es gleich nochmal ab. Das kommt manchmal einfach, wie gesagt, vor, weil ich halt, ich muss vor allem einfach wirklich Zeit sparen. Und ich kann es nicht besser. Ich glaube, ich werde dieses Dim-Dim-Dim auslagern. Danke für eure Aufmerksamkeit. Sie dürfen jetzt wieder abschalten. Ob ich das jetzt mit der Trompete machen soll, by the way. Oh mein... Das klingt natürlich schon ziemlich gut. Oh, so perfekt. Wow. Als müsste es dort sein. Aha. Ich verstehe was von meinem Beruf. So. Nachdem die einzelne Trompete ihren umfassend großartigen Einsatz hatte, darf nun auch das Horn auftauchen und leise vor sich hin hörnern. Hallo Horn, wie sind deine Hörner beschaffen? Leise. Huhaha.
Hörner. Awesome. Sind immer so schön leise. Leise. Kein Horn. Ganz ehrlich, das ist viel zu laut und viel zu nach vorne. Ich tendiere gerade dazu, möglicherweise da einfach nur eine Viola reinzulegen. Manchmal ist manchmal auch echt keine Lust, das richtig einzuspielen. Manchmal einfach keine Lust, richtig zu sprechen. Jetzt gerade zum Beispiel. Meine Güte. Mein Gehirn sagt Tschüss. War schön mit dir, war witzig und so, aber jetzt Tschüss. Ah, aber ich mach mal eine 5-sekündige Pause, ey. Definitiv. Pause.